Die Bauarbeiten an der Brücke vor dem Neutor sind seit heute in vollem Gang. Das Bauwerk über der Leutra stammt aus den 30er Jahren und war nun in die Jahre gekommen. Deswegen muss es jetzt komplett erneuert werden. Damit die Bauarbeiten durchgeführt werden können, ist ein Teil der Straße vor dem Neutor voll gesperrt. Die Baumaßnahme ist ein gemeinsames Projekt des Kommunalservice Jena, dem Jena Nahverkehr sowie des Zweckverbandes Jena Wasser. Die Bauherren stehen bei der Umsetzung des Bauvorhabens vor verschiedenen Herausforderungen. Das Gewässer muss temporär umgeleitet werden, es ist eine entsprechende Vorsorge zu treffen. Und es müssen Leitungen angehoben werden, die weiterhin zum Beispiel Strom führen werden. Die haben wir ebenfalls, Gasleitungen. Und das bedingt natürlich, dass wir den normalen Individualverkehr leider nicht mehr durch die Baustelle lassen können. Was wir immer in sehr enger Abstimmung machen, ist, dass wir in der Integration in den Baustellenverkehr versuchen, den Nahverkehr durchkommen zu lassen, damit zumindest diese Achsen nicht gestört sind. Für den Nahverkehr gilt seit heute ein angepasster Fahrplan. Während die Straßenbahnlinien 1 und 4 unverändert fahren, muss die Linie 2 auf Schienenersatzverkehr ausweichen. Die Routen der Linie 3 und 5 mussten aufgrund der Gleisarbeiten verändert werden. Alle Informationen können online und an den Haltestellen eingesehen werden. Für den Straßenverkehr sind Umleitungen ausgeschildert. In den Brückenneubau investieren die Bauherren insgesamt mehr als 1 Million Euro. Also für uns geht gemeinsam mit der Stadt Jena, mit dem Kommunalservice, ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Mit Hilfe von Fördermitteln des Freistaates Thüringen können wir dieses massive Betonbauwerk aus den 30er Jahren, was jetzt wirklich in die Jahre gekommen ist, ersetzen. Und für den Jenaer Nahverkehr hat das noch eine besondere Freude, weil wir uns damit auch schon auf den Einsatz unserer neuen Straßenbahnfahrzeuge vorbereiten, die unbedingt ein neues Brückenbauwerk erfordern. Im Herbst 2022 erhält der Jenaer Nahverkehr neue Straßenbahnwagen. Da diese schwerer sind als die bislang genutzten, wird im Zuge des Brückenneubaus auch die Tragfähigkeit erhöht. Zudem werden rund 50 Meter Doppelgleise erneuert und der Nahverkehr wird zum ersten Mal anstelle von Holzschwellen Bahnschwellen aus recyceltem Kunststoff verbauen. Doch nicht nur für die Straßenbahn, sondern auch für den Straßenverkehr ergeben sich mit dem Brückenneubau Vorteile. Die Straße spielt ihrerseits natürlich genauso eine Rolle, was die wenigsten wissen. Die Karlsche Straße ist tatsächlich auch immer mal gerne eine Strecke für Sondertransporte. Das heißt also das, was sich im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durch einen jeden unangemeldet erfolgen kann. Hier haben wir in Deutschland eine Grenze von 40 Tonnen. Schwertransporter können durchaus mit bis zu 100 Tonnen Gesamtmasse durch die Stadt geführt werden. Und das passiert eben auch durch die Karlsche Straße. Und das war bis jetzt immer kritisch. Wir mussten da in den Stellungnahmen immer auf den Brückenzustand hinweisen. Und die Brücke wird jetzt so ertüchtigt, dass sie allen Anforderungen wieder gerecht werden kann. Die kombinierte Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende November vollendet sein. Noch bis zum 22. Oktober muss mit Einschränkungen des Nahverkehrs zwischen Winzerla und dem Stadtzentrum gerechnet werden.